Hi, hier ist der Frank von footblockhamburg.de. Seid willkommen in einem neuen Video. Wir wollen heute ein Fladenbrot machen. Ist ja immer super, wenn man abends Gäste kriegt und noch schnell mal eben grillen will. Dann braucht man ja irgendwie so ein bisschen Brot als Beilage, ist mit Sicherheit immer klasse und wird ja auch immer gern genommen. Man kann das natürlich auch gerne so als Vorspeise machen und macht sich dann noch ein tolles Aioli dazu. Das Aioli machen wir demnächst auch nochmal. Heute machen wir uns aber unser eigenes Fladenbrot. Wir brauchen dafür ein bisschen Mehl. Ich will heute nur ein Brot machen. Meine Beschreibung, die ich aber unten in die Einkaufsliste rein tue, da werde ich das für zwei Brote reinschreiben. Deshalb ist es hier jetzt ein bisschen weniger Mehl. Dann brauchen wir ein bisschen Hefe. Die habe ich hier schon in der Hand, aber auch nur die Hälfte. Und noch ein bisschen Zucker. Ich habe mir ja hier 125 Milliliter warmes Wasser gemacht. Da tue ich jetzt einen Teelöffel Zucker hinein, löse den so ein bisschen auf. Das ist das, was unsere Hefe gleich braucht, damit sie reagieren kann. Also ich sage immer, ich fütter meine Hefe so ein bisschen mit Zucker. Dann brauche ich ja nur einen halben Block Hefe. So, der kann wieder weg. Und den brösel ich jetzt hier einfach mal hinein. Ich löse die Hefe jetzt hier so ein bisschen auf in meinem Zuckerwasser, damit die dann gleich schön reagieren kann. Meine Hefe lasse ich jetzt mal so 10 Minuten stehen, damit die anfängt zu reagieren. Die wird dann gleich so ein bisschen schaumig werden und dann ist sie genau richtig. Ich habe hier mein Mehl schon mal zusammengetan. Das ist ein 405er Standardmehl. Ein Ei habe ich da hineingetan. Da tue ich jetzt meine weiche Butter zu. Und dann kommt da noch ein wenig Salz dazu. Und dann gleich meine Hefe. Genau. Ein Teelöffel Salz tun wir da noch mit rein. Wir beziehen unsere Gewürze vom gewürzmaster.de. Das ist auch ein Salz, das habe ich mir auch von dort bekommen. Das ist sehr gut. So, jetzt kann ich meine Hefe, die ist hier oben schon ein bisschen schaumig geworden, die gebe ich jetzt hier schön in der Mitte dazu. So, und dann kommt das alles in meine Maschine. Jetzt wird es ein bisschen lauter. So, jetzt ist mein Teig schön fertig gerührt. Der sieht doch klasse aus. Den werde ich mir jetzt hier schön rausnehmen und dann werde ich den gleich noch von Hand weiter kneten. So, ich habe jetzt hier meine Silikonbackunterlage drauf getan, hingelegt. Ich tue mir jetzt da ein bisschen Mehl drauf. Ich habe hier jetzt meinen Teig. Ich habe den jetzt mir schon mal hier aus meiner Form rausgenommen und werde den jetzt hier mal so ein bisschen kneten noch, damit der richtig schön locker wird. Und dann müssen wir den halt gleich noch ein bisschen gehen lassen. Ich mache jetzt noch ein bisschen Mehl in meine Schüssel, damit der Teig da nicht ankleben kann. Und nehme meine Kugel, die ich mir gemacht habe, und tue die jetzt einfach schön hinein. So. Dann kommt da ein Tuch drüber. Jetzt stelle ich ihn mir an einen schönen warmen Ort. Wir haben aber jetzt momentan hier in Hamburg 26 Grad. Von daher muss ich mir nicht extra einen warmen Ort suchen. Wir lassen den Teig jetzt mal 40 Minuten gehen. Tere! Sieht doch genial aus, oder? Eben war er noch schön klein. Jetzt ist er schön luftig und groß. Den nehme ich mir jetzt hier raus. Und da muss der noch einmal ganz kurz ein bisschen durchgeknetet werden. So, jetzt kneten wir den noch mal schön durch und dann muss der gleich ausgerollt werden. So, jetzt nehme ich mir mein Holz und werde den schön ausrollen. Wenn man das mit der vollen Menge an Teig macht, dann wird er einmal jetzt halbiert und dann macht man da zwei draus. Ich will aber nur eins machen heute, deshalb werde ich jetzt dies eine auch nur ausrollen.
Ich habe das jetzt auf meine Backunterlage gelegt. Ich habe so eine wiederverwendbare, die nehme ich auch als Barbecue-Folie im Grill. Da habe ich sie jetzt draufgelegt und da muss sie jetzt nochmal 10 Minuten gehen. So, 10 Minuten sind um. Und jetzt können wir schön ein Schachbrettmuster auf unser Brotlaib draufschneiden. So einfach nur das Messer drauflegen und durch das Gewicht der Klinge zieht sich im Endeffekt die Streifen da hinein. Während ich das mache, könnt ihr ja mal eben schnell uns einen Daumen nach oben geben und wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, uns noch mal eben schnell abonnieren. Wo wir gerade dabei sind, noch mal vielen Dank für die vielen und netten Kommentare für die Carbonara. Unser Brotlaib muss dann jetzt noch mal ungefähr 50 bis 60 Minuten gehen. Eine Stunde später, unser Teig ist jetzt eine Stunde gegangen. Man sieht super, wie das Muster da rauskommt. Jetzt nehme ich mir ein bisschen Milch und mache die hier drauf, damit meine Sesamkörner, die ich da gleich drauf tun werde, schön haften. Der Backofen ist am Vorheizen. Den heizen wir mit Umluft auf 180 Grad jetzt gerade vor. So, dann streue ich jetzt da schön Sesam drüber. Und dann geht er gleich, unser Brotlaib geht dann gleich schön in den Backofen für circa 20 Minuten. So, unser Brot ist jetzt im Backofen. Den habe ich vorgeheizt auf 180 Grad für 20 Minuten und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr Lieben, unser Brot ist fertig. Wie ihr seht, habe ich hier so ein Teil, womit man eigentlich Pizza in den Pizzaofen tut. Ich habe mir neulich einen Pizzastein gekauft. Das Brot ist fertig. Super. Dann werden wir das mal hier bestätigen. Wie gesagt, ich habe mir einen Pizzastein gekauft für meinen Gasgrill. Da werden wir demnächst mal Pizza drauf machen und dafür brauchen wir dieses Teil. Aber damit können wir auch heute mein Brot da rausholen. Sieht das cool aus? Ich finde, das sieht richtig gut aus. Super. So, jetzt ist unser Brot schon so ein bisschen abgekühlt. Ich schneide das jetzt mal auf und dann können wir es uns ja mal zusammen von innen ansehen. Das sieht doch mal cool aus, ne? Super soft. Das ist lecker. Ich schneide mir da jetzt einfach mal so eine Ecke ab. Ich habe heute so eine Aioli gemacht. Da werde ich das jetzt so ein bisschen reintauchen und dann werde ich das Brot probieren. Mund ist leer, damit ich reden kann, aber der wird gleich wieder aufgefüllt. Das ist ja so lecker, dieses Brot, wenn ich mir das angucke und wie geil soft das geworden ist. Die meiste Arbeit an diesem Brot ist im Endeffekt das Warten. Weil der Teig halt gehen muss. Aber da drin an Zutaten ist er nun wirklich nicht viel. Also kauft euch keine Brote mehr, macht sie euch selber. Es ist wirklich keine große Arbeit und es kann wirklich jeder. Sollte euch unser Video gefallen haben mit diesem Rezept, das Rezept findet ihr unten wieder in der Description Box, wie immer. Dann gebt uns einen Daumen, wenn ihr es gut gefunden habt. Schreibt uns, wenn solltet ihr Fragen haben, einfach unten rein. Noch irgendwas, Schatz? Fällt dir was ein? Es gibt neue Videos. Gibt ein neues Video. Ja, gibt die ganze Zeit jetzt neue Videos. Wir sind wieder straight dabei. Und ich sage tschüss. Thank you. Und Frank vom foodbloghamburg.de. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.